hell is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Mia! Mia? God damn it, this radio. Und damit herzlich willkommen zu Green Hell. Ein Spiel, was gestern aus dem Early Access in... was ist es eigentlich geworden? Ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall aus dem Early Access gekommen und hat einen tollen Story Mode bekommen. Und in den möchte ich mit euch heute reinschnuppern. Dieses kleine Intro da ist ja schon mal sehr, sehr interessant gewesen. Zur Vorgeschichte an sich, ich habe das gerade schon mal so ein bisschen gespielt, weil das war das Tutorial und das wollte ich euch nicht unbedingt antun. Ich kann es euch ja kurz zusammenfassen. Also, wir sind Jake und am anderen Ende des Walkie-Talkies war gerade Mia, das ist wohl unsere Freundin. Wir sind sowas wie Wissenschaftler, die hier versuchen, Kontakt aufzunehmen zu so einem eingeborenen Stamm. Und ja, die Mia, die war wohl schon da im Kontakt mit denen oder hat versucht, den Kontakt aufzubauen. Und ja, dann hat sie irgendwann nach Hilfe gefunkt halt. Und ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht und dann ging es eigentlich schon direkt hier mit dem los, was ihr hier seht. Das heißt, wir sind auf der Suche nach Mia und müssen natürlich hier in der grünen Hölle überleben. Wir sollten wahrscheinlich jetzt erstmal hier so ein bisschen lang gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch meine Sachen habe. Ich habe nicht so ein paar Sachen vorhin schon gehabt. Und ich habe gar nichts mehr. Okay, ich habe alles verloren. Ich hatte nämlich schon eine Machete und sowas im Tutorial. Das heißt, wir sollten uns vielleicht erstmal irgendwie eine Bewaffnung besorgen, weil hier in dem Dschungel leben sicherlich viele fiese Tiere und böse Tiere. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, hier durchs Wasser zu gehen. Wahrscheinlich eher nicht. Wir sollten hier erstmal versuchen, irgendwie einen Stock oder so zu finden. Ich weiß gar nicht, ob man aus einem Stock... Hier ist doch schon mal ein Stock, das ist doch schon mal gut. Kleinen Stock nehmen wir auch auf. Können wir den unboxen? Ne, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Waffe. Wir können ja mal ganz kurz hier... in unser Tagebuch schauen. Da stehen so einige Sachen drin. Was ist los? Wo ist Mia? Sie hat mich aus einem, was ist das denn? Indio-Dorf. Ah, okay, angefunkt. Wofür hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Fakten. Es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass. Ich habe keine Vorräte. Mia antwortet nicht. Ja, keine guten Voraussetzungen auf jeden Fall. Suche Hilfe. Und ja, hier kann man zum Beispiel so einen Handbohrer zum Feuer machen. Einen Verband haben wir vorhin schon gelernt. Und ein Seil, ja, ist einfach eine Liane. Ist wahrscheinlich sehr praktisch. Diese Pflanze hier ist zum Heilen. Das habe ich vorhin auch schon gelernt. Das ist so eine mit gelben Blüten und so längeren Blättern. Und wir haben so eine tolle Uhr gekriegt, weil wir hatten Geburtstag. Und Mia hat uns diese tolle Uhr hier geschenkt. Das ist so eine Smartwatch. Die zeigt an... okay, was auch immer das ist. Die zeigt auf jeden Fall so ein paar wichtige Sachen an. Ich kann euch die mal zeigen. Da ist sie. Ihr seht jetzt links zum Beispiel... Ich glaube, das linke, das rote ist Kohlenhydrate, das rechte ist irgendwas anderes. Auf jeden Fall Fette, Kohlenhydrate und so, was man nicht alles braucht. Man muss sich auch ausgewogen ernähren. Wir können hier auch das Ganze als Kompost benutzen, das ist sehr praktisch. Zeigt sogar Koordinaten, glaube ich, an, ne? 45 W und 31 S sind, glaube ich, Koordinaten. Und natürlich die Uhrzeit und das Datum. Heute ist der 16. Dezember, 13.40 Uhr. Also wir sollten uns beeilen, nicht, dass es dunkel wird oder so. Ich hätte aber gerne eine Waffe. Ich weiß nicht, wie das Ganze hier... Falls ich hier mit der Steuerung mal nicht so klarkomme, seid bitte nicht böse. Sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Herstellen. Ich weiß jetzt nicht, was wir hieraus herstellen können. Können wir hier vielleicht noch was zuziehen? Ein Handbohrer. Ja, ist an sich nicht verkehrt. Ne? Machen wir einfach mal. Können wir auf jeden Fall zum Feuer machen gebrauchen. Wir brauchen aber noch Zunder auf jeden Fall, damit wir Feuer machen können. Vielleicht finden wir ja was. Nehmen wir erstmal mit, was wir finden. Unbekannter Pilz. Vielleicht nicht so smart, den zu essen, wenn wir nicht wissen, was es ist. Nachher ist der giftig. Es gefällt mir nicht, dass wir keine Waffe haben. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Hello? Can anyone hear me? Okay, Funken scheint auch nicht hier zu funktionieren. I had an accident. I don't know what happened. Please, help.
Over. Scheint keiner zu hören. Mia antwortet nicht mehr. Fuck. Ganz und gar nicht gut. Ich habe echt Angst vor Tieren gerade. Oh, ich habe so ein Blatt gefunden. Was kann das denn? Ist ja riesig. Okay, das sollten wir fallen lassen. Ich habe halt noch gar keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe es nie gespielt, als es im Early Access war. Ich bin ja kein großer Fan von... Gott, mich erschreckt. Ich bin ja kein großer Fan von Early Access Spielen. Stöcker kann man irgendwie nicht in die Hand nehmen. Man kann nur herstellen und sammeln. Ich glaube, dann sammelt man noch mehr. Und herstellen haben wir ja gerade schon gemacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir aus zwei Stöckern ja irgendwas herstellen. Puh. Packen wir einfach mal ein paar Sachen rein. Ich hätte halt echt gerne eine Waffe, aber das wird, glaube ich, nichts. Sind auch Mäuse, die könnte man sonst jagen. Ja, wir gehen erstmal weiter. Was für ist das? Ah! Er hier war das! Ein Gürteltier! Klinge erforderlich, okay. Wegen sowas mache ich mir hier so eine große Angst. Jetzt rennt er weg. Ja, soll er ruhig machen, ist in Ordnung. Können wir damit zuschlagen? Nee. Geht leider auch nicht, können wir nur fallen lassen. Also ich bin halt sehr unbeholfen. Ich nehme aber erstmal hier Sachen mit, die ich kriegen kann. Ich hoffe, wir finden gleich irgendwas, was nach Zivilisation aussieht. Wir könnten nochmal in unser schlaues Buch kurz schauen, ob wir hier irgendwelche Sachen haben. Oh, hier sind auf jeden Fall schon mal irgendwelche Sachen, die man herstellen kann. Ich hätte aber gerne Waffen. Rahmen. Kleines Feuer ist natürlich auch nice. Steinfalle. Unterschlupf. Ja, das sind alles so Sachen, die sollten wir bauen. Vielleicht sollten wir uns erstmal einen Ort suchen, bevor es dunkel wird. Kann ich den einsammeln? Oh Gott, das war ein Pfeilgiftfrosch. Ein giftiger. Hätte ich mir aber denken können bei der Farbe. Was ist das für ein Frosch? Den kann ich nicht einfach nehmen. Jetzt ist mir der Pfeilgiftfrosch da reingelaufen. Ernsthaft? Okay, den kann ich irgendwie nicht einsammeln. Ja, sollen wir uns erstmal hier niederlassen und mal eben einen kleinen Unterschlupf bauen. Hier an der Felsmauer ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, denke ich mal. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Es wird auch schon dunkel, ne? Ich glaube, die Sonne geht schon unter. Wir sollten uns beeilen. So, dann schauen wir doch mal hier. Unterschlupf. Wäre cool, wenn wir den irgendwie hier hingebaut kriegen. Machen wir so. Okay, was brauche ich denn dafür alles? Da brauche ich ja richtig viel für. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Gibt es hier nicht irgendwas? Ja, alles gut, Gürteltier. Nein, es wird schon dunkel. Oh, was ist denn das? Hier liegt einfach ein Papagei, ein Toter. Das heißt aber sicherlich, dass hier irgendein Raubtier in der Nähe ist. Aber ja, schon mal sehr praktisch. Wir haben auch nicht mehr viel Gesundheit, weil ich ja mit den Heilgefröschen da vorhin so ein bisschen Schabernack gemacht habe. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich weiß nicht, ob wir den Unterschlupf hinbekommen. Ja, ansonsten machen wir uns erstmal ein Feuer und grillen uns mal den Papageien. Das könnte uns schon mal helfen. Oh mein Gott. Ich glaube, unser Ort, wo wir hinwollen, hat sich soeben erledigt. Seht ihr das? Ich will eigentlich herausfinden, was passiert, ne? Ihr wollt sicherlich auch sehen, oder? Ich will aber eigentlich nicht sterben. Ich hätte gar keinen Bock auf uns. Oh. Das wird gut. Was machst du denn hier an dem Ort? Ich wollte mich hier eigentlich niederlassen, Schlange. Komm, wir lassen uns einmal... Wollen wir uns beißen lassen? Komm. Oh. Okay, ich glaube, das war ganz und gar nicht gut. Ja, wir machen das hier weg. Wir müssen hier weg. Bei der Klapperschlange können wir gar nichts gegen machen. Ich bin durstig auch noch. Oh mein Gott. Sieht man das hier auch? Der Uhr? Okay, das Trinken sieht man auch. Mir geht's gar nicht gut, ne? Ist das das Gift? Gott, Leute, wir werden nicht einen Tag überleben. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Ist jetzt schmutziges Wasser, was wir trinken, aber es geht nicht anders. Oh. Wir sind soeben umgekippt. Du bist gestorben, getötet durch Gift. Ja, hat ja gut geklappt. 0 Tage überlebt. So, auf ein neues, ohne irgendwelche Experimente. Wir wollen jetzt hier versuchen, wirklich zu überleben.
Oh, da oben ist auch so ein Tukan, ne? Heißen die, glaube ich. Cool. Also hier gibt es echt viele Tiere. Ich weiß halt echt nicht, wie man eine Waffe oder eine Axt oder sowas herstellt. Das ist halt echt ein Problem. Sorry, falls das eben mal so kleine Ruckler gibt. Und hier habe ich die ab und zu so Laderuckler. Liegt aber nicht an meinem PC tatsächlich. Liegt, glaube ich, an dem Spiel. Aber ist jetzt nicht so störend. Alles cool. Ist hier auch kleine Steine. Oh, hier gibt es auch kleine Steine. Vielleicht können wir damit eine Axt machen, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Ich will mal eben kurz was gucken. Sind wir jetzt schon durstig? Nee. Wir sollten uns halt möglichst beeilen, bevor die Nacht einbricht. Ich guck mal eben, ob ich einen Stock finde. Ja, nicht schlecht. Haben wir denn hier? Eine Nuss, unbekannt. Hier gibt es echt viel. Also man muss nur den Waldboden so ein bisschen absuchen. Und findet man ein paar Sachen. Muss aber auch aufpassen, ne? Goddammit. Oh nein. Das waren Ameisen, ne? Meine Güte, ey. Hier sind aber auch viele Tiere, ne? Die ich nicht kenne. Also wir probieren jetzt mal. Oh nein. Man kann nämlich auch seinen Körper untersuchen. Wartet, wie geht das denn? Genau. Oh, jetzt seht ihr gleich, wir wurden gestochen. Seht ihr das? Oh mein Gott. Wie das aussieht, die Ameisen, ey. Die haben uns ja richtig durchlöchert. Zum Glück nur den linken Arm. Beine sind auch in Ordnung. Das Überleben im Dschungel ist keine leichte Sache, sage ich euch. Eieieiei. Jetzt gucken wir mal eben hier. Das hier, wo ist denn hier der Stein? Hier drin, ja. Steinaxt herstellen. Wunderbar. Oh mein Gott, da vorne ist schon wieder... Ich will die ausrüsten. Da ist schon wieder die Klapperschlange. Wir wollen hier weg. Mit der lege ich mich auf jeden Fall nicht an. Wir müssen uns halt irgendwo ein Feuer machen. Vielleicht finden wir den Papagei nochmal. Okay, der Papagei scheint hier nicht zu liegen. Hier lag der beim letzten Mal. Ich weiß halt jetzt auch nicht, was gegen Ameisen hilft. Also, was für Pflanzen und so. Ist natürlich jetzt doof, dass wir in so einen Ameisenhügel reingelaufen sind. Versuchen erstmal ein bisschen Strecke zurückzulegen und uns einen Ort zu suchen, der ein bisschen sicherer erscheint. Dann sehen wir mal hier rüber. Vor dem Wasser habe ich auch Angst. Mit dem Wasser lauert immer Gefahr. Hier vorne auch schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Hallo. Ich weiß, ihr habt keinen Bock auf mich. Ich habe auch keinen Bock auf euch. Oh, Kokosnuss. Sehr gut. Nehmen. Das können wir schon mal trinken, das Kokosnusswasser. Ich weiß gar nicht, ob man das Kokosnussfleisch auch essen kann in dem Spiel. So eine Kokosnuss... Okay. Ist das ein Wildschwein? Wildschweine sind mega gefährlich, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie das hier in dem Spiel ist. Aber in echt sind die, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Ich lasse es jetzt lieber. Ich gehe den lieber erstmal aus dem Weg, auch wenn das eine leckere Mahlzeit wäre. Aber ich sollte vermutlich erstmal einen Bogen oder sowas bauen. Nehmen wir uns hier mal so ein paar Lianen, wenn wir welche finden. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, Leute, wir haben was gefunden. Vielleicht können wir dort die Nacht verbringen. Oh, ist ein Gürtel. Bleib stehen! Ich habe Hunger! Okay, mit meiner primitiven Steinaxt komme ich da nicht weit. Tagebucheintrag habe ich gerade gesehen und das hier scheint ein Totem zu sein. Wahrscheinlich von den Eingeborenen. Die haben bestimmt keinen Bock, dass ich hier bin. Gehe ich mal von aus. So, wie sieht's hier aus? Ja, trinken ist noch gut, essen ist noch gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... War das schon wieder eine Schlange? Oh, diese Geräusche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dreckige Wasser trinken sollte. Noch bin ich ja nicht so durstig. Wir gucken mal in das Tagebuch eben rein. Das sagt... So, was haben wir denn hier? Kokosnussbidon. Was ist denn ein Kokosnussbidon? Habe ich ja noch nie gehört. Oder beiden. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche oder nicht. Hier kann ich auf jeden Fall so einen Unterschlupf und so bauen. Wir sollten uns vielleicht... Ich weiß nicht, ob es klug ist, sich hier niederzulassen. Das ist ein Leguan. Bleib stehen! Was ist er? Treff ihn nicht! Ich habe ihn getroffen. Versuche ihn zu kriegen.
Ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, wir untersuchen jetzt erstmal den Ort. Nicht, dass ich gleich hier angegriffen werde. Und die Musik macht mir gerade ein bisschen Angst. Nach einem Schlafplatz hier aus. Haben wir noch ein Feuerbrett. Okay, das ist sehr, sehr gut. Holzscheit. Okay, das ist so ein großer Dings. Vielleicht könnte ich mir hier echt einen Unterschlupf bauen. Ein Knochenmesser, sehr gut. Hängematte. Hier kann ich schlafen, Leute. Das heißt, hier könnten wir echt die erste Nacht verbringen, wenn wir das wollen. Wir sollten nur nicht zu lange hier bleiben. Nicht, dass die Eingeborenen wiederkommen und uns Ärger machen. Wäre nicht so cool. Was haben wir denn hier? Trockengestell. Okay, das habe ich jetzt gelernt, weil ich es gesehen habe. Was zur Hölle? Was ist das für eine Musik? Oh mein Gott, ey. Warum ist hier Musik? Ach, da war irgendwas drin. Ich hab's gerade das außerdem aufgehoben. Ich hab's gar nicht gesehen, was es war. Für alle religiösen Rituale und Heilungszeremonien wird ein halluzinierendes Gebräu, bla bla bla. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das alles zu lesen. Keine Ahnung, aber wir sollten echt erstmal ein Feuer machen. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, wenn es so doll regnet. Könnten wir mal eben in den Feuerdings hier... Ach, wir hatten das noch gar nicht gemacht hier, ne? In dem... Wo kommt denn das? Kohle? Kommt der Sound irgendwo her? Zeremonielle Schüssel. Okay, das mit der Musik, da verwirrt mich komplett. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Ich ignoriere es jetzt einfach mal. Es kommt auch nicht aus einer bestimmten Richtung. Ich glaube, das soll einfach die Musik darstellen von dem Spiel. Aber das macht schon ein bisschen Angst, so, ne? Herstellen. So, ein Handbohrer. Damit machen wir gleich Feuer. Wir haben nur noch keinen Zunder gefunden, glaube ich, ne? Nutzen. Aber wir müssen erstmal ein Feuer bauen, Leute, bevor wir das benutzen. Logischerweise. Ansonsten können wir Zunder machen, wie wir wollen. Egel. Geistige Gesundheit. Oh mein Gott, ey, habe ich jetzt auch noch Blutegel mehr eingefangen? Ich war doch gar nicht im Wasser, oder? Kann doch nicht sein. Also ich bin echt nicht gut im Überleben. Aber der Ausschlag ist schon mal ein bisschen weg. Das ist sehr nice. Ich sag mir jetzt nicht, dass ich irgendwo einen Blutegel habe. Oh mein... Ja, wie kriege ich die jetzt weg? Super. Eieiei. Okay, Leute, es wird dunkel. Wir dürfen uns jetzt hier nicht von unserem Ziel abbringen lassen. Diese Blutegel werden uns schon nicht umbringen. Hoffe ich doch mal. Wir wollen jetzt ein Feuer bauen. Steinring. Ja, wir könnten das hier eigentlich... Wir platzieren es einfach hier hin. Machen hier mal die ganzen Sachen rein. So, wir haben es geschafft. Unsere Axt ist übrigens gerade kaputt gegangen. Das heißt, die Sachen, die halten auch nicht ewig. Ist auch schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Und jetzt sollten wir eigentlich unseren Feuerbohrer benutzen können. Wo haben wir ihn denn nochmal? Wo hat er denn? Da ist er. Der Handbohrer. Benutzen. Das Problem ist, wir haben nur kein Zunder, ne? Wir müssen irgendwas finden, womit wir das Feuer anmachen können. Aber es wird schon so dunkel gerade. Okay, es ist mir zu dunkel, um jetzt hier Zunder zu suchen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal eine Runde schlafen in der Hängematte und hoffen mal, dass wir die Nacht überlegen. Okay, wir schlafen bis mitten in der Nacht nur. Das ist ganz und gar nicht gut. 2.36 Uhr. Okay, uns ist aber nichts passiert. Können wir nochmal schlafen? Es regnet auf jeden Fall. So, aufwachen. Okay, sehr schön. Es wird heller. Unser Feuer ist hier fertig. Wir suchen mal eben jetzt noch Zunder. Diese Musik macht mich wirklich wahnsinnig. Ganz ehrlich sagen. So ein paar Stöcker nehmen wir nochmal mit. Kann man immer gebrauchen. Aber erstmal so ein Vogelnest finden, ne? Ist gar nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie was anderes hier benutzen kann. Von Pflanzen oder so. Schauen erstmal, wie es uns futtertechnisch geht. Oh, wir müssen trinken und essen ganz dringend. Ich würde mal jetzt auch sagen, wir probieren mal mit der Kokosnuss aus. Was das bringt. Brauchen wir eben hier Kokosnuss. Trinken. Okay.
Kann ich die nur einmal trinken? Leider ja. Unser Leben ist auch gar nicht mehr so gut, ne? Eieiei. Es hat ja fast nichts gebracht. Unbekannte Frucht. Essen. Wir essen sie einfach. Wäre schon wieder das. Oh mein Gott, ich habe mich übergeben. War vielleicht keine gute Wahl. Diese Schritte machen mich wahnsinnig, weil so kleine Frösche klingen viel, viel größer gefühlt. Ich hatte doch hier gerade noch so eine Nuss. Essen. Schmeckt. Oh Gott, ey. Wir werden niemals überleben. Guckt euch die Werte an. Oh, wir brauchen dringend Essen. Wir müssen Feuer machen, damit wir den Papageien braten können. Wir trinken jetzt erstmal schmutziges Wasser. Nützt nichts. Oh. Parasiten. Oh mein Gott. Leute, wir werden niemals überleben. Niemals. Bleib hier! Oh, das ist voll geleckt. Aber ich habe gerade einen Krebs erlegt. Sehr gut, wir haben noch einen Krebs gefangen. Ich weiß auch nicht, ob man sowas roh essen kann, aber wir brauchen unbedingt ein Feuer. Ansonsten sieht das hier ganz und gar nicht gut aus. Was haben wir denn hier unten? Ist auch nichts. Wir müssen halt irgendwas Trockenes finden, damit wir das Feuer entfachen können. Oh Gott! Mein Leben ist mega niedrig und die Wildschweine scheinen Angst vor mir zu haben. Das ist schon mal gut zu wissen. Warum ist mein Leben so niedrig? Gott, ich brauche trinken und essen. Dringend, Leute. Oh Gott, wir sterben. Wildschwein, bitte nicht jetzt. Nicht angreifen. Das ist gut. Wir können jetzt leider hier nicht alles essen. Oh nein, weil sie roh war. Wahrscheinlich dehydrieren wir jetzt wieder. Oh, das bringt ja alles gar nichts. Wir müssen unbedingt das Feuer ankriegen. Es regnet jetzt auch noch. Das macht es halt auch nicht einfacher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir versuchen jetzt mal einfach mit irgendwas das Feuer zu entfachen. Oh, was haben wir denn hier? Geht das damit? Was ist denn das hier? Wann ist... Feuerbrett? Nee. Papagei auch nicht. Kohle? Ah, jetzt kommt wieder Blutegel. Was soll ich denn machen? Oh mein Gott, wir sterben schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es hier irgendwas zum Essen? Hier ist Wasser. Sieht nach einer sauberen Quelle aus. Geh weg, Stock. Du bist im Weg. Ich muss mal eben den Stock wegwerfen. Dass wir diesen Stock hier wegnehmen können. Die Quelle ist weg. Oh mein Gott, hier war doch gerade noch Wasser drin. Kann doch nicht wahr sein. Wir brauchen irgendwelche Pflanzen oder irgendwas, irgendwelche Früchte, damit wir überleben. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Oh, das Spiel, ey. Und damit sind wir, glaube ich, in Ohnmacht gefallen. Du bist ohnmächtig. You will die. Oh mein Gott. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Gruselig. Was ist denn hier? Harz. Ja, Blutegel. Ist es mir jetzt gerade so egal? Boah, diese Stimme ist ja richtig fies. Bananen. Nicht umfremden. Nein. Ich habe gerade Bananen gefunden. Nein. Oh mein Gott. Ja, meine Freunde, das war's mit einer ersten Folge von Green Hell. Mir hat's richtig Spaß gemacht, aber ich brauche dringend eure Hilfe in den Kommentaren. Also schreibt mir auf jeden Fall Tipps in die Kommentare, gerade was Zunder angeht und was Essen und so angeht, weil ihr habt ja gesehen, was ich gerade für Probleme hatte mit der Nahrung und sowas. Aber das Spiel scheint wirklich sehr, sehr cool zu sein und sehr, sehr viele Tiere zu beinhalten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.